Hey meine aktiven Freunde, herzlich willkommen hier zum gewünschten Video auf meinem Kanal. Ich stelle heute euch alle meine Bilder vor. Ich weiß, dieses Video kann über eine halbe Stunde dauern, weil ich echt viele Bilder habe, die Einzelstücke sind. Zum Beispiel wie der hier. Zeige ich noch nicht den Namen, aber gleich. Auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Jahr auch sowas sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen dicken Daumen hoch da. Und wer sich jetzt nicht für so welche Bilder interessiert oder so, kann ein Like da lassen, wenn er will, aber auch direkt wieder abschalten, weil es wird nur um diese Böller hier gehen und halt auch um alle anderen. Hier sieht man es auch nochmal auf meinem Bett. Werde ich alle die Böller vorstellen. Auf jeden Fall fangen wir mal an mit dem Pyro Cracker. Hier. Das sind Knallköpfe und von Netto. Also alle diese Bilder sind von Netto. Ja, von Komet. Also auch eine sehr, sehr gute Marke eigentlich. Mal schauen, wie sie morgen werden. So, davon haben wir 4, 5 Stück. So, und das hier. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und das letzte ist eine Zahl 6. So viele haben wir davon. Kommen wir direkt zum nächsten. Das sind nur 2 Packungen und das sind Knallerbsen. Benutze ich jetzt eigentlich nicht so oft, aber manchmal. Wenn, dann zünde ich alle auf einmal an. Das sind hier die Knallerbsen. Habe ich schon auch ein paar aus dem Fenster geschmissen, weil ich einfach Bock drauf hatte. Sind ja nicht so ganz große Knaller. Hier, ups, hoffentlich fällt keiner runter. Ansonsten haben wir hier einen Schaden. Hier die Knallerbsen, hoffentlich sieht man die. Ich hole einfach mal eine raus. Das ist eine Knallepse. Kann man einfach zack, zack und danach explodiert die einfach. So ein kleiner Funken. Sind halt für Kinder. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir zu den nächsten. Das sind die Blitzart-Knaller von Komet. Dies ist übrigens alles keine Werbung. Ich stelle einfach meine Knaller vor. Ja, das sind meine Blitzart-Knaller. Davon haben wir auch 4 Packungen insgesamt. 2, 3 und die 4. Genau, die tun wir wieder alle auf die Seite. Die Raketen kommen ganz am Schluss, Leute. Da haben wir auch eh wenig. So, jetzt kommen wir mal... kleinen Moment, ich muss mich kurz mal... So. Dann haben wir die coolen Riesenknallfrösche. Die gefallen mir auch sehr gut. Sind auch alles von Komet. Ich glaube, alles ist von Komet. Wenn ich mich nicht irre, ist alles von Komet. Hauptsache, man sieht jetzt die Knaller. Man muss nicht unbedingt mein Face sehen. Ist auch eh peinlich. Dann haben wir hier eine kleine, aber süße Fontäne. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Die heißt die Regenbogenfontäne. Von... Wer hat erraten? Komet. Hahaha. So lustig. Ich mach sie mal kurz auf. Ah, da sind sogar 2 Stück drin. Interessant. Hallo? Geht nicht auf, Leute. Geht einfach nicht auf. Ah, jetzt. Was sind das denn für... Was ist das denn? Oder sollte man die drinnen lassen? Oh, ich glaube schon. Oh. Oh, scheiße. Shit, ich glaube, die sollte man drinnen lassen. Oh. Ja, gut. Schade. Nee. Okay, die sollte man, glaube ich, einfach drinnen lassen. Ha. Schade, die sind kaputt gegangen. Ja. Wird auf jeden Fall noch bestimmt öfters im Video passieren. Schade. Warte mal kurz, Leute. Ich schmeiß mal kurz weg. So. Ja, schade. Aber auf jeden Fall habe ich die schon vorgestellt. Ja, genau, die habe ich schon vorgestellt. Dann geht es jetzt weiter mit, mit den Fontänen erstmal. So, dann haben wir hier, ich mache gar keine mehr auf,
haben wir hier eine Fontäne. Wer hat es erraten? Wie immer, von Komet. Genau. Hier haben wir das gute Stück nochmal. Oben der Anzünder. Machen wir weiter direkt mit der nächsten Fontäne. Das ist die kleine Feuerwerksbombe. Goldener Schweißstern. Ich sage jetzt nicht mehr von welcher Marke, weil ihr könnt euch alle schon denken, wie immer von Komet. Hier ist der Anzünder. Und ich sage euch mal die Bombe von vorne. Ja. Also dann, kommen wir direkt zu einer kleinen Fontäne. Die Silberblitzfontäne. Genau. So, von oben. So, dann haben wir einfach zack, 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 zack. Piu, 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 piu. So, Leute, Gassi, ich bin fett. Ich weiß. So, machen wir direkt mal weiter mit einer meiner Lieblingsfontänen, die ich jedes Jahr habe. Und zwar die Super Adne. Adne. Oder ich weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, nach seit 11 Jahren, wie die aufgesprochen wird. Ist auch eine Fontäne, stellen wir einfach so hin, zack. Oben ein Anzünder. Und dann piu, piu. Sieht von vorne so aus. Zack. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch da seid. Wenn ihr noch da seid, dann schreibt Hashtag 2020 in die Kommentare. So, machen wir direkt mal weiter mit den 1000 Silbertaler. Ist auch eine Fontäne. Genau. Von vorne. Von oben. Machen wir direkt weiter mit der nächsten. Das ist die Goldfontäne. Davon habe ich auch 2. Aber die andere kommt noch später. Ich hoffe, man hört mich sehr gut. Weil es wird über YouTube aufgenommen, also nicht über meine richtige Kamera auf dem Handy, weil die ist scheiße. Auf jeden Fall ist die Gold. Leute, hier bei Fontäne, ne, wo die Fontäne steht, wenn man das Ä, anstatt das Ä ein I macht, dann heißt es Gold Fortnite. Voll witzig. Also hier von vorne, von hinten, von oben. Wenn ihr euch das Ganze auch mal anschauen wollt, ich sage ja immer die Namen, dann schreibt es einfach auf YouTube, das kommt auf jeden Fall raus. Aber müsst ihr halt immer die einzigen Böller schreiben. Dann habe ich wieder so eine Silberglanz Zerfontäne. Hier. Und von oben. Genau. Dann machen wir weiter mit der letzten Fontäne, die ich gerade hier habe. Das sind aber noch ein paar. Die heißt Goldrauschfontäne von Komet. Bitteschön. So ist richtig rum. Hier von vorne, von oben, hier wie immer der Anzünder. Ja, machen wir weiter. Ich muss mich kurz wieder... Kleinen Moment, Leute. So, Leute, da habe ich wieder ein paar Stück für euch, die ich euch vorstellen werde. Danach habe ich hier wieder mal eine Phantomflieger. Das sind auch meine Lieblinge. Also, ich habe eigentlich gar keine, die jetzt mal nicht meine Lieblingsdinger, außer die hier, weil die sind jetzt nicht so krass. Ich kann ja mal eine öffnen und euch zeigen, weil die sind echt eigentlich nicht so. So. Hier, schaut mal. So ein kleiner Babyfax. Ich verstehe nicht. Nirgends muss irgendein Anzünder. Die kann ich wieder wegschmeißen. Ich schau mal, ob bei den anderen überhaupt... Ja, bei den anderen ist ein Anzünder. Da kann ich euch mal eine zeigen, wo ein Anzünder dran ist. So. So sehen die halt aus. Zack, zack. Und dann... Psst. Und ich warte immer... Kurz bevor die hier sind, schmeiße ich in die Lüfte, dass sie oben in der Luft explodieren. Das finde ich immer richtig geil. Das macht immer meine Mutter für mich. Aber dieses Jahr werde ich das selber machen. Lost.
jeden Fall haben wir hier noch eine Phantomfliege. Haben wir insgesamt 2 Stück. Zack. Zack. Die fliegen halt dann. Die fliegen aber wirklich. Also ich hoffe, die fliegen. Weil letztes Jahr hatten wir 4 Stück. Und 3 davon sind nicht geflogen. Aber einer hat irgendwie Looping gemacht. Ist kurz fast auf mich geflogen. Da hatte ich wirklich Schiss. Auf jeden Fall machen wir weiter. Ich dachte erst, es sind Polenböller. Weil es gibt nochmal sowas. Das sieht aus wie ein Polenböller. Hier ist der Schutz. Kann man auch mal kurz abmachen. Hier zündet man das an. Genau. Tun wir den schön wieder drauf. Genau, das sind die kuppische Kanonenschläge. Leute, wenn ich irgendwas vergesse zu sagen. Oh, meine Schwester. Was ist da los? Wenn ich irgendwas vergesse, einen Böller zu sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach zeige, ja, schaut mal, hier ein Böller und das einfach weglege, schreibt die Sekunde in die Kommentare und dann sage ich euch in den Kommentaren nochmal den Namen, falls ihr euch da interessiert. Auf jeden Fall, das ist der kubische Kanonenschläger. Davon haben wir 4 Stück. Meine Schwester ist 11 Monate alt und ist gerade reingekommen. Ja, davon haben wir auf jeden Fall 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So, machen wir weiter mit einer Fontäne. Das ist die rote Bogenin-Fontäne von Komet. So, von oben, von unten. Mach mal weiter mit, was ich noch nicht kenne. Ich glaube, das ist auch nicht neu oder so. Aber eine Zauberbox. Von oben, von unten, auch von Komet, glaube ich, ja. Zauberbox. Ja. Eine Zauberbox. Anne? Ja? Kannst du bitte die Ella raustun? Ja, die Leute, ich habe kurz meine Mutter geholt. Ich trinke mal kurz was. Leute, das sind nochmal die gleichen Knallererbsen. Auch die Santas Knall. 50 Teile sind da drin, hauptsächlich von Erbsen. Leute, machen wir weiter. Leute, machen wir weiter mit den Wunderkerzen. Hier, Wunderkerzen. 40 Stück und ca. 40 Sekunden. Davon haben wir auch vorhin 2 Stück getestet. Die waren echt cool. Ja, weil ich hatte einfach nur Angst, dass die irgendwie, weil da die gegen ja Funken, zack, 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 zack. Hier sieht man das auch nochmal. Und da waren halt eine Rakete ohne so einen Verschluss. Also so eines. So eins ohne Verschluss. Und ich hatte halt Angst, dass es auf die Rakete geht und auf einmal das anzündet, weil, wisst ihr? Weil dann hat man die ganze Bude, da müssen wir schnell wegrennen. Auf jeden Fall, das war das. Wunderkerzen von, ich glaube auch Komet, oder? Ja, Komet. Ich hörte noch nie von irgendwem anderes, außer von Komet. Das kann sich natürlich noch ändern, weil ich habe noch ein paar Sachen. Vielen, vielen Dank an alle, die gerade noch da sind. Ich hole mal kurz die Sachen, andere Sachen. Nochmal Erbsenknaller und Riesenknallfrösche. So, Leute, 3 Sachen noch. Und danach kommen wir zu den letzten Sachen, und zwar die Raketen. So, als nächstes haben wir dann nochmal meine Lieblingsfontäne, wie ihr wisst. Die Super Ätene Vulkan mit leuchtenden Knistereffekten von Komet. Leute, jetzt kommen wir mal zu einer magischen
Höhenlichter. Das sind 3 Stück drinnen. Ich weiß nicht, ob man das aufmachen soll, aber wie man das Ding jetzt anzünden soll, weiß ich auch nicht. Na, das werden wir schon irgendwie morgen herausfinden. Hier ist schon von vorne. Ich glaube, die muss man irgendwie so drehen oder kommt da puh, so ein Leuchtfeuer. Ihr kennt's ja. Die heißen, habe ich das schon gesagt? Ich glaube nicht. Magische Höhlenlichter. 3 Teile sind da drinnen. Jetzt kommen wir zum Grande Finale. Mein Lieblingsding. Was wir auch um 0 Uhr machen werden. Der Komet Feuerwerk. Bam. Da haben gerade irgendjemand Böller gemacht. Gestern, Leute, war ich auch krank. Ich weiß, es juckt eh keinen. Und sagt, ihr sagt bestimmt jetzt zu Hause, ist mir noch scheißegal, hast du Pech gehabt, wenn du krank bist. Ich weiß, bin halt krank. Und hat irgendjemand, so ein Verrückter, mit der Pistole einfach rumgeschossen. Das hat man halt voll laut gehört. Ich habe mich voll erschrocken. Hier macht man auf jeden Fall den Anzünder. Da. Und dann gehen halt ganz viele, ihr seht die Löcher hier, zack, bam, 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 bam. Ja, von Komet auf jeden Fall. Das finde ich auch mega geil. Jetzt kommen wir zu den Raketen. Davor kommen wir noch einmal zu einer Fontäne. So, bitteschön. Einmal die Vulcano, prachtvoll sprühend Fontäne. So, Leute, das war's von vorne. Jetzt kommen wir absolut zu den Raketen. Einmal haben wir hier so eine Rakete. So, Dalle, hier ist so eine. Genau, auch hier. Hier sieht man auch nochmal, wie die explodiert. Ich finde die mega geil. Ich freue mich echt an alle Leute, die das Video bis zum Schluss angucken und sich dafür interessieren. Dann hier habe ich nochmal hier eine Bombenrakete. Hier. Genau. Da ist gerade eine Bombe runtergefallen, Alter. Atombombe ist gerade runtergefallen, na Spaß. Spaß beiseite. Machen wir weiter mit der nächsten Rakete. Oh, ich stell die mal gleich ab. Hier, der hat seinen Schlitz verloren. Aber der liegt auf meinem Bett. Also, hier haben wir halt die krassesten Big Star. Der wird richtig. Wenn ich kurz mal so leise werde, weil da haben die Böller draußen, egal. Big Star, schau mal. Genau. Die ist auf jeden Fall die krasseste Rakete, was ich habe. Und ich habe die gleiche, glaube ich, noch einmal. Ich weiß nicht. Das ist die Torpedo. 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 Genau. Leute, ich hoffe, ihr seht das alles so gut, ne? Wie ich mir das vorstelle. Das ist die nochmal eine Torpedo. Und ich glaube, noch eine. Nee, jetzt habe ich noch eine Big Star. Die, was ich sage, die ist ja die beste. Noch eine Big Star. Und dann habe ich nochmal eine Big Star, was in Blau, was zerquetscht ist. Wie ihr hier ein bisschen seht. Hier eine normale, was nicht zerquetscht ist. Und hier eine, was zerquetscht ist. Unterschied, merkt man. Hier eine, was nicht zerquetscht ist, eine Big Star in Blau. Und hier eine, was zerquetscht ist. Und Leute, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn euch meine ganzen Böller gefallen hat. Ich zeige es nochmal von oben einen großen Überblick. Kleinen Moment. Ich hoffe, ihr seht das, weil ich sehe das gerade nicht. Ja, genau. Das sind alles meine Böller, was wir morgen anzünden werden. Wir gehen schon so um 17 oder 18 Uhr ein bisschen raus. So vielleicht den einen anderen Böller anmachen. Und Leute, ich freue mich so auf morgen. Und wer sich auch freut, der schreibt jetzt Hashtag Freude in die Kommentare.
freiwillig natürlich. Und ja, dann haut rein, lasst ein Like und ein Abo da. Peace out.